Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu Dinas Torgejubel mit Fabi. Mit Fabi. Ole, ole und schalala. Wir haben Grund zum Feiern, wenn auch nur ganz knapp, aber wir haben es geschafft. Der Fluch ist gebrochen. Wir sind ins Halbfinale gekommen. Wir machen jetzt hier das Torgejubel heute in Epona, denn ich muss ja noch ein paar Rennen offen halten für den Stream heute Abend. Es haben sich auch einige angeschlossen, hier auch mit Deutschland-Gamaschen unterwegs, teilweise die Besten, die da hinten auch mit dem Deutschland-T-Shirt. Wow, und oh mein Gott. Ganz viele Josephines. Ganz viele Josephines. Ja. So. Ja, Fabi hat es gerade gesagt, Fabi fand es sehr langweilig, ich fand es nervenaufreibend. Es war natürlich, teilweise hat es sich gezogen. Mann, ich sag's nochmal, wie ich es auch im Spiel schon gesagt habe. Wie kann man denn ein funktionierendes System wieder mal auf eine Mannschaft anpassen? Das funktionierende System? Wir haben jedes Mal verloren, wenn wir das gemacht haben. Jedes Mal haben wir verloren, wenn wir das gemacht haben. Aber mit höchster Disziplin. Also es ist einfach, wir haben gegen Spanien immer wieder verloren, wenn wir uns immer meinten, auf den vermeintlich stärkeren Gegner anzupassen. Ja. Felix, ich muss neu anfangen. Ja, neuer anfangen. Neuer anfangen, Verdammt, ich hab geschlenkelt. Es ist halt das Problem meiner Meinung nach, klar hat der Löw auch in der Nachberichterstattung gesagt, wenn wir unser standardmäßiges 1-5-4 da irgendwie gespielt hätten, ja, oder 2-4-4, dann wären die Italiener oft mal in der Situation gewesen, wo es dann 1 gegen 1 gegangen wäre, wo keine Übermacht gewesen wäre. Aber ich sag's mal so, ich glaube auch, dass unsere Spieler stark genug gewesen und wir hatten sogar oft das Problem, dass wir in der Unterzahl waren, weil die Leute nicht schnell genug umgeschaltet haben. Das stimmt. Das heißt, diese hochgelobte, oh ja, wir machen diese Taktik, damit wir diese Überzahl haben, hatten wir ja oft gar nicht, weil Kimmich damit einfach völlig überfordert war, dass er quasi zum Beispiel von der Abwehr bis zum Sturm alles abdecken musste, genauso wie Höwe das. Das war einfach eine Laufleistung, was zum Teufel. Wo du gerade sagst, abdecken. Man muss wirklich sagen, unsere Abwehr hat sehr gut gespielt. Hummels überragend. Schade, dass er jetzt im Halbfinale nicht spielen darf. Ich habe schon wieder eine Fahne verpasst. Wegen Doppelgelb, ja. Ja, das ist wirklich... Heute das Gelb, das war... Ja, das war, es war okay. Das gegen Kroatien war eine andere Sache, aber... Selbst der Italiener hat gesagt, sei schon Kroatien, Slowakei. Wie komme ich auf Kroatien? Gegen die Slowakei, das war blöd, aber naja gut, so ist es jetzt halt nun mal. Es ist blöd, wegen zwei gelben Karten, die eigentlich keine gelben Karten waren, so ins Spiel zu verpassen. Das gegen die Slowakei war überhaupt keine. Und hier hat selbst der Italiener gesagt, dass er keinen Kontakt hatte. Also ist halt leider schade. Es ist dann blöd. Auch Boateng, okay, das Handspiel, da wird er sich wahrscheinlich selber ein Monogramm in den Hintern gebissen haben. Das ist eine Sache, die muss nicht sein, aber auch Boateng hat wieder überragend gespielt, muss man sagen, dieses Spiel. Wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, das weiß jeder selber nicht, warum er die Arme so hochgerissen hat. Also das war ja wirklich keine Ahnung. Mein Gott, es macht halt mal jeder einen Fehler. Das war in dem Fall, war es ein Fehler, der uns fast das Weiterkommen gekostet hätte. Aber gut, dass es nur beim Konjunktiv geblieben ist. Aber er hat wirklich, muss man sagen, er hat super gespielt. Muss man wirklich so sagen. Oh, die Jenny ist auch hier. Okay. Ich bin jetzt auch gleich da. Ja, also ich muss halt sagen, ich verstehe immer nicht, warum man das System anpasst. Also wie gesagt, man hat da mit dem Spieler eben wie dem Kimmich eine Aufgabe aufgehalst, die ihm einfach zu viel war, meiner Meinung nach. Also es ist einfach, das ist eine ungemeine Laufleistung für jemanden, der auch... Im Endeffekt haben wir damit die Abwehr sogar geschwächt, weil wir keine 4 hinten hatten, sondern einfach nur 3. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich finde auch, dass dadurch die Offensive extremst gelitten hat. Weil wir haben uns versucht, defensiv auf den Gegner einzustellen. Damit haben wir komplett die Offensive dafür geopfert. Wir waren wieder so träge, wie in den Spielen, bevor wir es eingestellt haben. Es war nach vorne, war das Spiel ziemlich einfallslos. Es gab ein paar wirklich gute Chancen. Eine krasse Chance war zum Beispiel, eine krasse Chance war das zum Beispiel von Gomez, muss man sagen, mit der Hacke. Da war auch Buffon nur noch relativ knapp dran, muss man sagen. Das wäre die Chance zum 2:0 zu dem Zeitpunkt gewesen. Aber den hat er nicht wirklich getroffen, den hat eigentlich der Stürmer reingemacht hätte. Also der Gomez hat die Hacke zwar hingehalten, aber der Italiener hat den Ball geschossen.
Aber ja, das stimmt also, natürlich. Das also im Endeffekt, es war gut gedacht, aber das Problem war auch, dass sich dann Gomez, man kann direkt sagen, sobald Gomez eine gute Aktion macht, verletzt er sich dabei. Also, der muss ja schlecht spielen, sonst verletzt er sich. Eieiei, ja, was... Es ist schade, also ja. Es gab ein paar wirklich, ich weiß nicht mehr, war das in der zweiten, das war in der zweiten Halbzeit, ziemlich zu Anfang, glaube ich, wo wir echt gesagt haben, wow, das war richtig krass rausgespielt. Ich weiß nicht mehr, woran es da dann gehapert hat, aber da war, das ging zack, 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 die waren so schnell, die haben einfach wunderbar gepasst zwischendurch. Ich fand, das aktuelle Spiel war sehr träge einfach so. Ja, und es gab nur ganz, ganz wenige Szenen. 2, 3, maximal vielleicht 4 Szenen, wo man gesagt hat, okay, jetzt ist mal Schwung in der Bude. Jetzt geht's mal vorwärts. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum man jemanden wie den Draxler, der extrem Leben reingebracht hat, wirklich in das gesamte Spiel, jemanden so wieder auf der Position zu zwingen als Mittelstürmer, die einfach nicht, das ist nicht sein Spiel. Er ist einfach niemand, der intelligente Flanken gibt oder auch mal Sachen gut vorbereitet, aber noch nicht im Zentrum spielt. Der war ja völlig deplatziert auch als Spieler. Da hätte man lieber einen Podolski gebracht, der zumindest diese Position ausfüllt. Der Draxler ist einfach kein Mittelstürmer. Lukas Podolski, Lukas Podolski, Sehr gut. Du und dein Lulu, ey. Ich hab das so gefeiert, wo am Ende mit der Köln-Mütze da rumgelaufen ist. Er ist einfach so ultra sympathisch. Was ich aber jetzt auch mal hier lobend hervorheben muss, wir haben jetzt gestern in unserer Vorausschau haben wir auf das teils theatralische Spiel der Italiener haben wir gesagt, dass wir da skeptisch sind. Aber es hielt sich wirklich gestern sehr in Grenzen, muss man wirklich sagen. Und es gab auch drei Szenen in Deutschland, wo man auch gesagt hat, okay, das war jetzt ein bisschen too much. Das hätte man sich auch sparen können. Es hielt sich auf beiden Seiten sehr in Grenzen. Ich finde es immer schade, wenn ein Spiel entschieden wird durch eine entweder Fehlentscheidung oder durch eine absichtlich herausgespielte Schwalbe. Ja, ich fand auch, dass der Schiedsrichter war eigentlich auch in Ordnung. Er war auf beiden Seiten, also er war eigentlich wirklich recht gerecht und neutral. Da gibt es eigentlich auch nicht wirklich was zu meckern, muss man sagen. Es war ein verdammt knappes Spiel. Es war richtig knapp, natürlich. Wie hieß er? Sasa? Wer extra fürs Elfmeterschießen reingekommen ist. Und dann verschießt er ausgerechnet. Das ist natürlich dann auch blöd. Bei uns, ich habe ganz fest damit gerechnet, dass Müller ihn vor allen Dingen reinmacht. Und das war mit, finde ich, die schwächste Chance, weil der so schlapp kam, der Ball. Okay, Müller hatte natürlich auch wirklich die 120 Minuten Spiel in den Beinen. Das darf man auch nicht vergessen. Er war auch das ganze Spiel über, muss ich sagen. Weil klar sagt man immer, man sagt mal über viele Spieler immer so, ja, er ist ja extrem viel gelaufen und alles, aber ansonsten war er wahnsinnig unauffällig. Er war extrem unauffällig und ich finde, der Elfmeter spiegelt eigentlich die Leistung wieder, wo ich sagen muss, ich bin wirklich nicht gerade überzeugt davon gewesen, von der Leistung. Und der Elfmeter, der war wirklich sehr schwach. Also habe ich echt, dachte erst kurz, ich habe gerade nicht richtig hingeschaut. Ich habe auch gedacht, hey, was war das jetzt? Das war so, das war so überraschend, weil Müller eigentlich so der Garant für sowas ist. Buffon ist viermaliger Welttorhüter und extrem stark auf der Linie. Dem kannst du nicht so ein Schüsschen hinmachen, weil du hoffst, dass er früher springt. Er hat schon, wie viele Schützen waren davor? Ich glaube 3. Ja, wo er ganz klar bewiesen hat, dass er sich nicht verarschen lässt. Und dann versuchen die Leute immer wieder teilweise die Torwärter auf beiden Seiten aber zu verarschen. Das ist einfach so ein Ding, wo man sagt, das stimmt. Klar, ich verstehe den Verschießer vom Schweinsteiger. Der hat aber probiert, in die Ecke oben zu spielen, weil das einfach die einzige Möglichkeit ist. Das war die erste Möglichkeit für uns, dass wir das Ding machen. Und oh, das war... Meine Güte, gestorben. Er ist nicht so der perfekte Schütze, der Schweinsteiger. Und deswegen musste er einfach gucken, dass er ihn ein bisschen woanders hin platziert, weil er nicht so den starken Schuss hatte. Er musste gucken, dass er ihn so spielt. Aber das verstehe ich noch, dass der Ball da daneben ging. Aber das von Müller ist für mich... Da war ich wirklich entsetzt von dem Schuss. Ja, man muss wirklich sagen, entsetzt, weil man sich da wirklich was ganz, ganz anderes von erwartet hätte, muss man wirklich sagen. Ja. Aber ich habe es nicht wirklich mitbekommen. Ich habe jetzt eben noch ein GIF davon gesehen. Fabi war knochenhart am Lachen. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich habe mir gerade was zu trinken geholt,
wo der Müller den Italiener dann auf Bayerisch Man hat nicht irgendwie großartig was gehört. Er hat halt einfach, der Kommentator hat das so gemeint, so, ja, wird jetzt Bayerisch verstehen, so in der Art, wenn er ihn da so anflucht, und der Müller neigt ja dazu, so ein bisschen dann so, ja, ja, so in seinen Slang zu verfallen. Also grob zusammengefasst soll es so ein bisschen hier so, ja, klar war ein Foul, aber jetzt hier so theatralisch fallen musste dann auch nicht. So, ja, war schon ganz gut, ja. Ja, aber es ist... Ja, es war ein Spiel, wo ich sagen muss, stellenweise war es sehr ermüdend, wo man teilweise immer nur dieses taktische Ball hin und her geschiebe. Es werden so viele schöne Chancen rausgespielt werden können. Und irgendwie war es an vielen Stellen tatsächlich ein reines, naja, Ball 5 Meter nach vorne, Ball 5 Meter nach hinten, dann doch nochmal wieder ganz nach hinten. Und ja, schön zum Zuschauen war es nicht. Es war ja eigentlich das Einzige, was es spannend gemacht hat, war, weil es halt um so viel ging. Wenn es ein Bundesligaspiel gewesen wäre, wäre es ein sehr, 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 sehr unspektakuläres Unentschieden gewesen. So war es halt spannend, weil ein Sieger gefunden werden musste. Ja. Das stimmt. Ja, am Donnerstag geht es dann gegen Frankreich oder Island. Das werden wir morgen um 21 Uhr erfahren. Da bin ich auch schon extremst gespannt drauf, muss ich wirklich sagen. Ich würde es ja Island unheimlich gönnen, wobei ich dann im Halbfinale wirklich schon ein Problem hätte. Einmal, was wiegt mehr, der Nationalstolz oder dass ich es den Isländern so krass gönnen würde. Aber ihr Lieben, gegen wen wir dann spielen, das werden wir morgen erfahren. Morgen Frankreich-Island, Anstoß um 21 Uhr. Das werde ich auch sehr, sehr aufmerksam verfolgen. Ich freue mich sehr auf das Spiel, fast mehr, als ich mich auf das heute gefreut habe. Und ja, ich bin gespannt, wie es dann im Halbfinale läuft. Und wie gesagt, gegen wen wir spielen. Das heißt, das nächste Torgejubel gibt es dann am Donnerstag. Danke dir, Fabi, fürs Mitmachen. Und gerne, gerne. Wir hören uns dann morgen wieder mit einer normalen Questfolge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.